Folge 79. Interview mit Jeff Häuserer von living-keto.at. Typ 1 Diabetes mit ketogener Ernährung besiegen. Geht das? Jeff hat vor 2 Jahren die Diagnose Typ 1 Diabetes erhalten. Er erzählt von seinem Weg zur ketogenen Ernährung, was er alles testet und wie es ihm heute geht. Evolution Radio Show, dein Programm für evolutionäre Gesundheit, Training und höchste Performance. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Evolution Radio Show. Mein heutiger Gast ist Jeff Häuserer. Er ist Typ 1 Diabetiker und erzählt, wie er mit einer ketogenen Ernährung seine Krankheit super managt. Jeff, herzlich willkommen zur Show. Hallo Julia, danke, dass ich da sprechen darf. Ja, sehr gerne. Bevor wir über die Ernährung reden und wie du das genau machst, vielleicht erzähl ganz kurz, wie war das mit der Diagnose und wie bist du überhaupt zur ketogenen Ernährung gekommen, weil das ist ja eigentlich genau das Gegenteil von dem, was man empfohlen bekommt. Also zur Diagnose bin ich gekommen, weil ich regelmäßig Vorsorgeuntersuchungen mache und habe dann zwischen aber mal so eine Schulteroperation gehabt. Das war zwischen 2 Untersuchungen und da war der Blutzuckerspiegel schon erhöht, so um die 160 herum. Okay. Haben wir uns aber nichts dabei gedacht. Ja. Das wird jetzt irgendeine Ausnahme einmal gewesen sein. Und eben dann bei der nächsten Vorsorgeuntersuchung war es dann wirklich wieder so hoch und dann wurde ein paar Mal gemessen. Und die Internistin damals hat dann festgestellt, damals noch Typ 2 Diabetes, obwohl ich eher schlank und sportlich bin. Ja, ja, ja. Ich habe dann diese Internistin gewechselt und bin dann zum anderen Diabetesarzt, zum Dr. Klecker in Klosterneuburg gegangen und der hat dann auch weiterführende Untersuchungen angestellt und es hat dann einen Typ 1 Diabetes festgestellt oder einen ähnlichen. Es gibt also diese Lader-Typen. Okay. Und ich habe irgendeinen von diesen 8 Lader-Typen, also in meiner Familie gibt es keinen Diabetiker, deswegen ist das bei mir irgendwie ein Pech, dass ich das jetzt vor 2 Jahren mit 47 bekommen habe. Natürlich, so aus heiterem Himmel stürzt er dann gleich einmal in der Himmel. Und und was ich dann eigentlich nicht machen wollte, ist mich jetzt nur auf Medikamente oder vielleicht gleich Insulin und alles Mögliche, was mir da verschrieben wurde oder geraten wurde. Was war sozusagen so nach der Diagnose, wo der Arzt gesagt hat, so und jetzt müssen Sie Folgendes machen, oder? Das war eigentlich der Auslöser, mal darüber nachzudenken, warum ist das eigentlich passiert, wie habe ich vorher vielleicht da mein Leben gestaltet, auch in der Ernährung und so weiter. Und da bin ich drauf gekommen, dass ich schon sehr viel auch so Süßigkeiten in der Früh, zum Beispiel ist kein Tag vergangen, wo ich nicht bei irgendeiner dieser Bäckereien vorbeigegangen bin und eine Nusskrone oder ein Mohnbeugerl oder so irgendwas gegessen habe, also über Jahre in Wirklichkeit. Yeah. Da bin ich dann eigentlich dazu übergegangen, um das ganze Zeug wegzulassen, einfach von heute auf morgen und auch in der anderen Ernährung, also Vollkornbrot zu essen, weniger von diesen Nudeln und wirklich diesen alles was mit Weizen, also die gängigen Kohlenhydrate, die man halt so isst, einfach mal zu reduzieren oder qualitativ zu ändern. Das hat dann eigentlich so 3-4 Monate relativ gut funktioniert. Der Zuckerspiegel ist wieder ein bisschen gesunken, auch so im Schnitt 120 Nüchternzucker. Dazu sagen muss ich, dass ich noch eine Restinsulinproduktion habe, Gott sei Dank. Genau, das wollte ich gerade fragen, was mich bisher davon abgehalten hat, dass ich kein Insulin spritzen muss. Und nach diesen 2, 3, 4 Monaten einfach einmal ein bisschen Einschränkung der Kohlenhydrate ist der Zuckerspiegel wieder gestiegen. Ja. Und dann habe ich sozusagen den nächsten Schritt unternommen und habe mal angefangen zu recherchieren, na, was gibt es denn da, was wäre die nächste Stufe. Ja? Und dann bin ich eben auf Low Carb gekommen,
da dieses Leben ohne Brot, also ja. Die gängigen okay. Bücher, die man da halt so liest, die habe ich mir reingezogen und ja, und das ist dann halt immer intensiver geworden, auch diese Recherche, und habe dann Studien auch gelesen. Es wird ja sehr kritisiert Teil, was da nicht alles dann schief läuft, wenn man jetzt überhaupt keine Kohlenhydrate mehr isst. Und überzeugt hat mich dann schlussendlich diese beiden Bücher von Finney und Wolleck, diesen amerikanischen Wissenschaftlern, die sich da sehr lang schon mit dem Thema auseinandersetzen. Und damit habe ich eigentlich gesagt, das ist was für mich, das probiere ich aus. Und habe das dann im August 2014, also wirklich begonnen. Ja. Und ja, also. Aber du machst es ja auch nicht so irgendwie, sondern wenn, dann richtig. Genau. Also bin ich mal grundsätzlich der Typ, der, wenn er was macht, dann halt mit Leidenschaft und dann halt mit wirklicher Konsequenz das durchzuziehen. Ja. Und meine Motivation ist in Wirklichkeit leicht. Ja. Das ist die einzige Alternative, wie ich jetzt meinen Diabetes jetzt im Nachhinein gesagt problemlos managen kann. Ja. Und das war für mich immer so die Möhre von mir, das, oder das Zuckerbrot unter Anführungszeichen, das nicht mehr zu essen. Und mit dem bin ich gut gefahren. Und was ich dann eben nach der ersten Zeit, 2, 3, 4 Wochen, wo das wirklich das Schlimmste vorbei war an dieser Anpassung, die bei mir wirklich sehr, sehr hart war, das muss ich wirklich sagen. Also ich habe die erste Woche, war ich froh, wenn ich da über die Stiege raufgekommen bin, wirklich. Also ich konnte mich nicht bewegen, mein Hirn hat gehämmert und gibt mir Zucker sozusagen. Ja. Und das war wirklich eine sehr große Überwindung und ich habe wirklich ein paar Mal gedacht, ob das so gesund sein kann. Und das hat so 2 Wochen gedauert, also wo es wirklich wehgetan hat, auch physisch wehgetan hat. Und dann war das aber schlagartig vorbei, so von heute auf morgen. Ja. Offensichtlich habe ich dann ein paar Sachen besser gemacht als zuvor. Man wird dann auch immer, schaut dann auch, was machen andere, was sind so die Vorschläge, wie man was ändern kann. Und danach hat das wirklich zum Funktionieren begonnen, was man sofort gesehen hat. Ich habe ja sehr du oft hast immer gemessen. Oder du hast immer Blutzucker gemessen und dann auch bald mal angefangen, die Ketonkörper zu messen. Und der Blutzucker war innerhalb von 3, 4 Tagen, also damals im August begonnen habe, hat man wirklich gesehen, von 150 auf 110, und das ist dann immer weiter gesunken, also auf über zwischen 90 und 100, was ja eh schon wieder für mich ein super Wert ist. Ja. Und der initiale Langzeitzucker, der war bei der Diagnose über, also ich glaube, fast 9%. Und da bin ich jetzt wieder unten auf 5,7. Und das ist dazwischen eben wirklich permanent Prozent für Prozent runtergegangen über die Monate. Und gleichzeitig hast du eben Ketonkörper immer gemessen, dann auch und geschaut. Dann mein Forscherdrang, den ich so irgendwie mitgekriegt habe aus der Wiege, und vor allem auch der Jimmy Moore in Amerika, der ja auch so ein N-ist-1-Experiment gemacht hat, der hat mich irgendwie auch veranlasst. Den da inspiriert oder wie? Genau, zu schauen, wie wirkt sich jetzt die Ernährung, auch Sport oder auch Stress, weil ich manchmal auch ein bisschen Stress in der Arbeit und rundherum einmal habe. Wie wirkt sich das eigentlich alles aus auf diesen Fettstoffwechsel, auf den ich mich langsam adaptiert habe, und habe da auch mit Support von einigen Firmen, zum Beispiel habe ich Ketonmessstreifen gesponsert bekommen und ein paar andere Dinge, wirklich geschaut, was muss ich tun oder was sind so die Dinge, die ich für mich adaptieren muss oder auf mich einstellen muss. Zum Beispiel, wie viel Kohlenhydrate kann ich wirklich essen, dass ich in Ketose bleibe.
oder wie viel oder wie hoch ist der Anteil des Eiweißes, was ich brauche, und wie viel ist dann der Rest, wie viel Fett ist das dann in Wirklichkeit. Und da immer eben Korrelation zwischen der Ernährung und quasi dem Zuckerspiegel und dem Ketonspiegel auch gemessen, gespeichert, analysiert und auch wirklich auch täglich beinhart Tagebuch geführt, über welche Lebensmittel habe ich gegessen, über die Food Database und mir ein sozusagen Informationsdatenpool geschaffen, so eine Statistik-Datenbank, komme ich aus der Ecke, Business Intelligence und Data Warehousing. Also wen das interessiert, dann wir verlinken natürlich auf die Website, auf das Blog vom Jeff, der eben, wie er sagt, ein Datengeek ist und da kann man sich und das auch sehr grafisch sehr schön aufbereitet, halt all seine Messpunkte, seine Ergebnisse, also da kann man mit so interaktiven Grafiken. Genau, du hast interaktive Charts, wo man wirklich reinzoomen kann und vergleichen, okay, da habe ich gegessen, weiß ich nicht, die oder die Speise und der Zuckerspiegel ist 2 Stunden später gestiegen oder gesunken. Nächsten Morgen der Ketonwert war oben oder unten, je nachdem. Ja. Und da bin ich eben auch wirklich viele Dinge draufgekommen, die ich vorher noch nicht so richtig gemacht habe. Würdest du sagen, also jetzt gerade jemand, also als Typ 1 Diabetiker, sollte man das auch so machen? So genau über, also mal die erste Zeit auch wirklich so viel messen, um es richtig umsetzen zu können? Also ich glaube, es muss einmal jeder irgendwie das wissen, wie dieser Umstand verläuft, wie sich bestimmte Lebensmittel auf den Blutzucker auswirken. Und das kriegt man aber mit der Zeit immer besser rein. Und ich glaube aber, wenn man nicht so ein Nerd ist wie ich, kann man auch relativ simpel diese Dinge einfach schrittweise runtergehen und schauen, weil als Typ 1 Diabetiker muss man sowieso den Blutzucker messen, mehrere Male am Tag. Ja. Und da kriegt man das relativ gut mit. Mhm. Und man spürt, selbst wenn man Ketonkörper nicht misst, man spürt da so viel Änderung, das ganze Mindsetting und die Energie, die man eigentlich dadurch kriegt, wie sich das alles ändert. Ein typisches Beispiel bei mir, was ich wirklich bemerkenswert gefunden habe, ist nach dieser Umstellung, wenn ich oft in der Früh in die Firma gegangen bin und wir machen sehr viele Meetings und manchmal gibt es Meeting-Marathons, wo ich den ganzen Tag von einem ins andere komme, nicht einmal zum Mittagessen komme. Yeah. Und nicht einmal bei Tageslicht. Und da war es, also seit ich umgestellt habe, wirklich so, dass am Abend ich immer noch total konzentriert war, Energie noch gehabt habe, Hunger sowieso nie den Tag über. Also da hat es wirklich den ganzen Tag Spaß gemacht, das Arbeiten unter widrigen Bedingungen. Mhm. Das ist eins der wirklich tollen Seiteneffekte, die man mit einer ketogenen Ernährung bekommen kann. Und das ist, jetzt bin ich es schon gewohnt, jetzt möchte es aber gar nicht wissen, wie es anders wäre. Ich meine, dieser Ansatz der eben ketogenen Ernährung ist ja noch sehr ungewöhnlich. Wie hat denn da dein Arzt drauf reagiert? Also war der da skeptisch und hast ihn dann ins Boot holen können, weil viele wollen da vielleicht Ansätze haben, dass sie auch wissen, wie hast denn du mit deinem Arzt gesprochen und Ich habe den Arzt gewechselt, also die Ärztin gewechselt und der Dr. Klecker hat, also der hat diese ketogene Ernährungsweise schon gekannt, dass es sowas gibt, und war mal so weder positiv noch negativ eingestellt. Ja. Seine Herangehensweise war zu sagen, du kommst alle 3 Monate zum Check und in 3 Monaten kann jetzt nichts passieren, da kann kein Blutmarker irgendwie so nach oben schießen, dass man nicht rechtzeitig gegensteuern kann. Und das haben wir ja auch gemacht und jetzt bin ich eben fast 2 Jahre bei ihm und mittlerweile
ist er eigentlich auch der Meinung, dass diese Art der Ernährung schon sehr hilfreich ist und eine gute Therapieform ist. Ja. Und mir persönlich hat es wirklich gefallen, dass er jetzt nicht gesagt hat, wie die Ärztin davor, das ist ein Blödsinn. Also Kohlenhydrate braucht man, das ist gefährlich. Und und er schaut auch selber hier und da rein, was man dann noch machen kann, was auch vielleicht andere Blutwerte, die man noch mittesten kann, um zu sehen, hat sich da wirklich was verändert. Yeah. Yeah. Und ich habe bei ihm die Möglichkeit, zum Beispiel die Antikörper so öfter zu messen als normal, weil es auch ihn selber interessiert, wie sich das verändert. Und da hat man auch deutlich gesehen, dass, also das haben wir jetzt dreimal gemessen, die Antikörper sind immer niedriger geworden. Ja. Das C-Peptid und die Insulin, also die Insulinzellen sozusagen. C-Peptid ist praktisch ein Marker für die Funktion der Zellen, oder? Ja. Mhm. Und das ist auch gestiegen. Also er sagt, er praktisch weiß, eine Regeneration. Es ist oder wie? Also es ist gegenüber dem Maße. Anfang ist eine Regeneration da, aber man kann es halt nicht sagen, ist diese Remission halt aus irgendeinem anderen Grund natürlich oder nicht. Ich gibt keine Kontrollgruppe zu ich, dir. Ich führe es auf meine Ernährung zurück und freue mich, wenn das nur länger so bleibt. Ja, eben. Keine Ahnung, wie lang noch, aber solange es so ist, bin ich happy. Ja. Ich meine, die Studienlage gibt es ja nicht wirklich dazu, aber zumindest aus Anekdoten schaut es ja schon sehr positiv eigentlich aus. Also dass das eigentlich eine dauerhafte, anhaltende Effekt sein sollte eigentlich. Ja. Ja, sehr spannend. Ja, HbA1c und der Zuckerspiegel ist alles praktisch normal ist, wenn also in meiner, ich nenne es nicht Diät, sondern Lebensform drinnen bleibe. Und bleibst, ja. Das ist aber mittlerweile eben auch durch dieses halbjährliche Projekt für mich sehr leicht, weil dort habe ich auch gelernt, mit den Nahrungsmitteln umzugehen. Wenn ich jetzt ein Stück Fleisch anschaue, da weiß ich circa, okay, da sind so und so viel Gramm Eiweiß drinnen und wie viel Fett brauche ich dann noch circa dazu und es ist alles leicht mittlerweile. Man wird es auch gewohnt, aber man muss sich initial schon einmal bewegen damit. Ja, aber jetzt hast du es einfach im Gefühl. Genau. Ja. Was würdest du sagen, waren so deine größten Fehler, beziehungsweise wo du sagst, also ohne dem Messen hättest du es vielleicht nicht so schnell gelernt oder das hat dich überrascht? Also, Also ich glaube, den größten Fehler habe ich gemacht, dass ich zu viel Eiweiß gegessen habe am Anfang, weil auch ich habe ja das Mindset im Hirn, dass das Fett schlecht nichts ist. Gutes ist. Ja. Und haben auch gedacht, na Wahnsinn, ja, kann ja jetzt nicht einfach da Olivenöl oder Kokosöl, was ich übrigens beides sehr, sehr gerne mag mittlerweile, da einfach in Massen draufschütten und dann ist halt viel mehr Fleisch geworden oder ich vertrage Gott sei Dank Käse und Milchprodukte auch sehr, sehr gut. Dann habe ich halt sehr viel Käse gegessen. Da habe ich schon gemerkt, weil wenn man da zu viel isst, wird das ja genauso in Glucose irgendwie langfristig umgewandelt. Ja. Dass dann am nächsten Tag der Blutzuckerspiegel wieder gestiegen ist, Ketonkörper gesunken sind. Und das sind halt so die Dinge, diese Aha-Erlebnisse, wo ich halt damals draufgekommen bin. Und dann nebenbei so andere Dinge, die man dann halt im Laufe dieser Recherchen kriegt, einfach mehr Salz essen zu müssen, wenn man in dieser Ernährungsform lebt, weil man halt auch mehr trinkt und weil halt dieser Durchsatz einfach größer ist und man weniger Salz im Körper halten kann. Ja. Und das waren ein paar so Schlüsselerlebnisse, die sind relativ bald einmal in meinen Charts sichtbar geworden und die habe ich beherzigt und es hat funktioniert dann. Ne? Ja. Und sonst kann ich mich an große Fehler nicht erinnern, weil ich habe da keine Experimente gemacht, einfach wieder mal, viel mehr Kohlenhydrate zu essen oder zu sagen, es ist mir jetzt egal, ich versuche mal so einen Cheat Day oder so, habe ich seitdem nie gemacht. Ja. Ja. Auch obwohl ich sehr viel Sport mache. Genau. Aber das brauche ich nicht mehr. Ja. Das ist vielleicht sozusagen gleich das Stichwort für so mehr oder weniger den letzten Punkt, den wir noch ansprechen wollen. Ich meine, wir werden noch im Detail in einer weiteren Folge genauer drauf eingehen, aber du machst ja nicht nur einfach so ein bisschen Sport, sondern
schon dann sehr wirklich auf wirklich hohem Niveau, und das ist ja auch was, was sich viele nicht vorstellen können, dass man in einer ketogenen Ernährung auch sehr leistungsfähig sein kann. Ich meine, jetzt hast du nicht nur sozusagen die Diabetes, sondern auf der anderen Seite noch was, eben diesen Ausdauersport, du fährst Rad. Wie lange hat das gedauert sozusagen, weil du hast gesagt, du bist die Stufen am Anfang nicht mehr raufgekommen. Wie lange hat das gedauert, bis du wieder sozusagen auf einem guten Niveau warst beim Sport? Also ich habe dann, also wie ich das die erste Adaption hinter mich gebracht habe, so nach 3-4 Wochen langsam wieder versucht halt mit Sport zu beginnen und dann halt eher mal langsam locker laufen gehen oder am Rad die Beine drehen, und es hat in Wirklichkeit schon sehr lange gedauert, bis ich wieder so weit war wie vor dem Beginn meiner Ernährungsumstellung. Also ich würde schon sagen, so 5 bis 6 Monate, mindestens, vielleicht sogar einen Monat länger. Ja. Und es ist dann aber relativ rasch weitergegangen. Also wenn man das Level wieder mal hat, und der Körper macht ja jeden Tag irgendeine weitere Adaption. Yeah. Alles, was du ihm gibst, versucht er irgendwie in sein System reinzubringen und wieder dorthin zu kommen, dass das alles funktioniert. Und je länger diese Adaption gedauert hat, desto besser, desto höher habe ich wieder meinen Puls raufbekommen. Mhm. Der war zuerst, weiß nicht, ich glaube um 20, 30 Schläge niedriger, und ich habe mich gefühlt, als ob ich Maximalpuls habe. Und die Dinge sind dann so nach eben ja voriges Jahr im Sommer, Herbst herum, war das wieder auf dem Level, wo ich eigentlich davor aufgehört habe, vor einem Dreivierteljahr davor circa. Ja. Und heute mache ich wieder HIIT-Training oder Freeletics habe jetzt längst ein 8-Tages-Radrennen gemacht, können wir noch später mal. Genau. Und ich meine, ich mache es jetzt, das ist alles Hobby-Niveau. Ja, trotzdem, aber es ist trotzdem auf wirklich hohem Niveau. Mache aber schon, also mich freut es total, mich zu bewegen, und je nachdem, wie lange ich dann halt am Rad sitze, mache ich halt so 10 bis 15 Stunden Sport in der Woche, und das ohne Kohlenhydrate. Habe auch trotzdem einen Muskelzuwachs gehabt und bin bei Spiroergometrien, die Ergebnisse, die waren für mich alle sehr positiv, super, dass ich da wieder reingekommen bin und dass ich eigentlich das Niveau wieder erreicht habe, wo ich vorher war und ohne Probleme diesen Sport ausüben kann. Vielleicht jetzt so noch zum Abschluss, beschreib mal ganz kurz, was isst du so unter Tag? Also wie schaut dein Tag aus, sozusagen, essensmäßig? Ganz verschieden. Ja. Also unter der Woche ist es ja so, dass ich bei der Arbeit bin die meiste Zeit. Und zu Mittag gibt es dann halt in der Kantine meistens ein Stück Fleisch. Weil das ist so, die haben 2 Fleischspeisen, eine vegetarische Speise mit Nudeln oder sonstigen Dingen. Und ein dritte, und so eine süße Hauptspeise, finde ich ganz komisch. Typisch österreichisch. Und da kann ich mir meistens 1 dieser 2 Fleischstücke aussuchen, weil die Beilage ist also für mich nicht konform. Yeah. Und dann nehme ich mir halt einen Salat dazu. Okay, das Salatbuffet ist relativ gut. Ah, das ist gut, So ein gemischter Salat, grün und was halt die gängigen, funktionierenden Salate sind, und ein bisschen Gemüse dazu. Und halt ein Olivenöl drauf. Ja, Butter gibt es dort leider nicht so zum Nehmen, aber das ist einmal das Mittagessen. Ich esse meistens 3-mal am Frühstück. Tag. Frühstück ist meistens irgendwas mit Avocado. Entweder Avocado mit Mascarpone. Mascarpone ist eine meiner Hauptspeisen mittlerweile. Das liebe ich auch. Mit dem kann man Süßes machen, wobei nicht sehr viel Süßes ist. Aber auch die kann man wirklich in alle möglichen Speisen verarbeiten. Ja. Mascarpone, Avocado, Kokoscreme ist so meine Lieblingsspeise. Oder so Topfen mit verschiedenen, mit Leinsamen oder anderen Nüssen. Also Nüsse als Snacks hier und da. Ja. Gibst du dann auch Fett dazu? Weil der Topfen wäre jetzt von sich aus nicht so fett. Ja.
Also ich schaue schon, dass ich den fettesten kriege, ja, den 40-prozentigen, aber das ist immer noch zu wenig. Ja. Ich schaue schon, dass ich auch diesen Skaldemann, diese Ratio da auch immer einhalte, dass man zumindest so viel Fett drinnen hat im Essen, wie man Eiweiß und Kohlenhydrate gemeinsam hat. Das ist aber eh sehr leicht, wenn man keine Kohlenhydrate drin hat. Und am Abend versuche ich eine zweite Portion Salat oder Gemüse und meistens dann irgendein Fisch. Ja. So ein Räucherlachs oder irgendeine andere Fisch aus der Konserve. Ja. Schau ja so Sardinen oder sowas. Genau, ja. Sardinen, Makrelen. Und ja, am Wochenende eigentlich, was sich ergibt, wenn man irgendwo hin essen geht, dann ist halt so Standard auch ein Stück Fleisch oder wenn man frühstücken, sind es halt Eier, Käse. Ja. Eier esse ich auch, Käse, Schinken und diese Dinge, also was man in den gängigen Nahrungsmittellisten findet. Ja, dann brauche ich jetzt keine besonderen Ausnahmen. Aber lässt sich gut umsetzen, oder? Ja, total. Ja. Also es ist ja wirklich, da muss ich immer wieder lachen. Ja. Wenn ich früher so was Süßes, ein Stück Torte oder so gesehen habe, da hat es mich magisch hingezogen. Yeah. Jetzt habe ich fast eher Ekel. Wirklich? Und ganz anders dann, wenn ich ein fettes Stück Fleisch oder einen Schweinsbraten oder so sehe mit einem schönen Fettrand. Das ist also ein Wahnsinn. Ja. Also da ändert sich so viel. Mhm. Der Körper funktioniert ganz anders und gibt dir halt zu verstehen, das ist jetzt das Neue, was du brauchst. Ja. Nämlich auch das Fett und nicht mehr so das Süße. Also ich esse wirklich sehr, sehr wenig. Ja. Das Verlangen ändert sich einfach. Ja. Ja, und auch diese Zuckerersatzstoffe nur ganz wenig. Ja. Wenn wir mal irgendwo hingehen, dann mache ich halt, vielleicht bringe ich selber eine Torte mit. Dass man auch was zum Essen hat. Genau, was war da mal so ein Nutella-Ersatz, wo ist halt dann irgend so ein Erythrolium oder Stevia oder irgendwas dabei. Ja. Aber das kommt wirklich nicht oft vor. Überhaupt kein Verlangen danach. Ja. Naja, super. Dann haben wir ja wirklich ein großes Thema abgedeckt, glaube ich, mit dem Diabetes, beziehungsweise das war natürlich nur ein kurzer Einblick. Aber ich denke, es sollte auch Mut machen, vielleicht das auch auszuprobieren. Und zwar, dass es eben nicht nur für Typ-2-Diabetiker geht, sondern auch, wenn man Typ-1-Diabetiker ist. Natürlich gilt immer, dass man das unbedingt mit dem Arzt absprechen sollte und auch ganz genau messen sollte, damit auch wirklich nichts passieren kann. Und das Umgehen dazu muss man schon sagen, also wenn man wirklich insulinpflichtig ist, dann muss man das halt schon ein bisschen anders, ganz anders auch haben. Ja. Genau. Dein Blog heißt? living-keto.at und da gibt es eben dieses Keto-Reading-Projekt, dieses halbjährliche, da gibt es das Big Break-Projekt, über das wir vielleicht noch sprechen werden. Und auch einen Haufen Informationen, also auch meine Recherchen, Literatur, Best Practices. Genau. Und also super, einfach eine gute Wissenssammlung rund um diese und natürlich über deine Geschichte und deine Erfahrungen und wie gesagt, all die vielen Daten, die du gesammelt hast, kann man sich da auch anschauen. Dann sage ich vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Und auch euch vielen Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, wenn was dabei war, dann freuen wir uns, wenn ihr das teilt natürlich oder wenn ihr jemanden kennt, der Typ 1 oder Typ 2 Diabetiker ist und ihr denkt, dass das vielleicht eine gute Information wäre, dann einfach weiterempfehlen und ich freue mich aufs nächste Mal.